Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Krypto Deutschland. In diesem Video werden wir uns wieder BitTorrent anschauen. Ich hatte ja vor 2 Tagen schon mal ein Update zu BitTorrent hochgeladen und in der Zeit hat sich jetzt schon sehr viel getan und wir sind, denke ich mal, alle in profitablen Trades. Da werde ich auch in diesem Video ganz genau darauf eingehen. In diesem Video werde ich euch nämlich zeigen, wann ich meinen nächsten Trade eröffnen werde, wo ich Profite nehme und wo ich dann meinen Stop-Loss ziehen werde. Und wer von mir in einem 1:1 Coaching lernen möchte, wie man professionelle Kryptowährungen analysiert, um optimale Trading-Profite zu erzielen, geht mal gerne auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meiner Webseite. Und wenn ihr meine Trades 1:1 kopieren wollt, geht mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr zu meiner VIP-Gruppe, wo ich meine Trades immer 1:1 reinposte, dass ihr die auch übernehmen könnt. Und wer hier meinen Content auf YouTube feiert und auch die Mühe wertschätzt, dass ich hier jeden Tag 2 Videos raushaue, drückt gerne mal den Daumen nach oben. Und jetzt starten wir auch mit der Analyse von BitTorrent. Und zwar hatte ich euch ja im letzten Video schon gesagt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass wir hier einmal nochmal die EMA testen und dann nach oben hin confirmed ausbrechen. Genau das haben wir auch gesehen. Und dann blende ich euch jetzt hier an der Stelle nochmal ein, was ich da konkret im letzten Video gesagt habe. Es ist wahrscheinlich auch, dass wir hier vielleicht sogar die 20er EMA retesten. Genau das haben wir auch gemacht. Und nach dem Retest sind wir hier nach oben durch die Widerstandslinie durchgebrochen. Und jetzt rechne ich natürlich damit, dass wir jetzt erstmal wieder steigende Kurse sehen. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass ich hier auch gesagt habe, dass es wie gesagt sehr wahrscheinlich ist, dass wir hier unten das testen. Und weil wir das hier unten getestet haben, die 20er EMA, haben wir jetzt ein anderes Pattern geformt, was aber auch ein bullisches Pattern ist. Und für die Leute, die nicht wissen, was die 20er EMA ist, ist der 20-Tage-Steigungsdurchschnitt. Das heißt, solange wir uns über der 20er EMA befinden, werden wir exponentiell steigen, was wir ja auch in diesem krassen Run-Up hier gesehen haben. Und jetzt hatten wir sogar den ersten Retest hier, den zweiten Retest da. Das heißt, wir haben jetzt hier insgesamt zweimal die 20er EMA getestet, was ein sehr bullisches Zeichen ist. Und wir sind auch nicht großartig unter die EMA hier gebrochen, sondern sind eigentlich direkt wieder gebounced, auch beim zweiten Retest, das auf jeden Fall für mich ein sehr bullisches Zeichen ist. Hätten wir jetzt hier gestruggelt oder wären hier unter die EMA, dann sähe es natürlich ehrlich gesagt schlecht aus. Aktuell sieht es wieder sehr bullig aus. Und zwar, was man natürlich noch mit in Anbetracht ziehen muss, wir haben ja wie gesagt diesen bullischen Run nach oben und sind dann hier in eine Korrekturphase gegangen. Und viele haben jetzt gedacht, boah, BitTorrent ist über 50% gefallen, der geht jetzt down und so weiter und so fort. Nein, das habe ich auch schon öfter gesagt. Man kann nicht die ganze Zeit erwarten, dass wir steigen, dass wir hier korrigieren, ist komplett normal. Und wir haben jetzt hier bei dieser Korrektur, obwohl es runtergeht, ein bullisches Pattern geformt. Das hört sich zwar vielleicht ein bisschen komisch an, aber weil wir jetzt hier runtergegangen sind, war es bullisch. Natürlich wäre viel bullischer, wenn wir die ganze Zeit steigen würden, aber da das nicht möglich ist, war das hier ein sehr bullischer Move, den BitTorrent hier gemacht hat. Wir haben hier ein Falling Wedge geformt, welches dann auch nach oben hin ausgebrochen ist. Für mich waren da wichtige Indikatoren, dass wir von oben reingekommen sind und dass dann ein bullisches Continuation Pattern ist. Und dann sind wir hier ausgebrochen mit der Bestätigung, sind hier ins Higher High gegangen. Einstiegspunkt wie immer hier im Higher High. Ganz wichtig und aktuell befindet sich BitTorrent auf einem Kurs von 0,091 Cent und wir waren schon wieder auf einem Kurs von 0,098 Cent, das heißt, wir haben fast wieder 1 Cent erreicht und bei 1 Cent ist natürlich dann die psychologische Resistance, die kann ich euch auch mal hier einzeichnen, die haben wir ungefähr dann auf dieser Höhe hier und da müssen wir auf jeden Fall durchkommen, damit wir jetzt wieder krass steigende Kurse sehen, beziehungsweise Kurse über einem Cent. Ich denke, in diesem Jahr wird für BitTorrent durchaus mehr drin sein. Ich werde euch jetzt auch ganz genau zeigen, wovon ich das abhängig mache. Und zwar habe ich ja immer gesagt, ich werde niemals meinen Portfoliobestand verkaufen, solange wir die 20er EMA halten. Dann haben wir jetzt hier an der Stelle zweimal die 20er gehalten, als Support getestet, was natürlich sehr bullisch ist. Und jetzt auch noch mit diesem bullischen Pattern, was wir hier haben, sieht das insgesamt sehr, sehr gut aus für BitTorrent. Das heißt, ich erwarte in den nächsten 1-2 Wochen wieder enorm steigende Kurse für BitTorrent. Ob wir jetzt hier wieder so einen krassen Run nach oben hin sehen, weiß ich nicht ganz genau. Ich denke eher, dass wir jetzt hier nach oben ausbrechen. Wenn wir das durchbrechen, denke ich auch, dass wir wieder aufs All-Time-High kommen von 1,3 Cent. Aber ich denke, dass wir dann hier oben spätestens nochmal eine Korrekturphase sehen werden, bis wir dann oben durchbrechen. Falls wir direkt oben durchbrechen, würde ich natürlich hier bei dem Retest wieder im Higher High einsteigen, so wie ich das immer mache. Und was halt auch vorher war, das ist auch immer interessant sich anzugucken. Und zwar hatten wir hier vorher, das ist auch dann ähnlich jetzt hier mit diesem Move, beachtet das mal ganz genau. Und zwar sind wir jetzt hier nach oben hingegangen, hatten hier dann das All-Time-High gesetzt, sind nach unten gegangen, haben hier ein bullisches Continuation-Pattern geformt
und sind dann auch circa wieder auf diese Höhe hier gekommen in diesem Bereich und haben dort oben halt die Resistance leider nicht durchbrechen können und sind dann hier, wie gesagt, erstmal ein bisschen an dieser Resistance immer wieder dran geblieben, bis wir dann irgendwann wieder den Run-Up nach oben hingesehen haben. Das heißt, was hier natürlich passieren kann, dass wir jetzt noch so eine Woche circa in diesem Preislevel hier in dem Bereich bleiben werden. Das ist aktuell sehr realistisch, dass das für die nächsten ein, zwei Wochen so bleiben wird. Und was dann hier der Game Changer für uns wird, ist, dass wir nach oben ausbrechen und dann wieder aufbrechen zu einem neuen All-Time-High. Und wenn wir die obere Resistance hier nach oben hin durchbrechen, rechne ich wieder mit einem krassen neuen All-Time-High. Und wenn wir hier wirklich rüberkommen, nicht nur einmal kurz, sondern hier wirklich eine Daily Candle schließen, das bestätigen und dann nach oben weiterhin gehen, rechne ich wirklich wieder mit so einem Run-Up. Ich kann es euch natürlich nicht garantieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall ziemlich hoch, dass wenn wir hier oben hinkommen und das durchbrechen, dass wir dann wieder so einen krassen Run-Up sehen. Aktuell halte ich es für wahrscheinlich, dass wir hier nochmal an die Resistance kommen von 1 Cent. Und wenn wir die durchbrechen, halte ich es auch für wahrscheinlich, dass wir wieder hier aufs All-Time-High kommen. Aber wie gesagt, hier oben müssen wir uns dann auf eine etwas krassere Korrektur vorbereiten. Ich denke nicht, dass wir dort 50% fallen werden, aber so 20-30% Korrektur halte ich für durchaus realistisch. Seitdem wir hier auf der EMA gebounced sind, sind wir wieder 35% gestiegen. Das heißt, BitTorrent ist auch ein sehr volatiler Coin. Das heißt, wenn ihr den Coin mit Hebel traden wollt, seid auf jeden Fall sehr vorsichtig. Wenn ihr genau lernen wollt, wie man mit Hebel tradet, geht mal auf den zweiten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr nämlich mein Krypto-Coaching erwerben und dann können wir mal miteinander sprechen und schauen, ob das Krypto-Coaching für euch Sinn macht. Oder klickt einfach gerne auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort schicke ich in meine VIP-Gruppe immer 1:1 rein, welchen Trade ich nehme, wann ich Profite nehme, wo ich meinen Stop-Loss setze und so weiter. Und falls ihr diesen Move hier traden wollt, würde ich das nächste Mal hier oben einsteigen, wenn wir diese Resistance hier oben dann erfolgreich durchbrechen, nach oben hin natürlich. Und mein Stop-Loss ist natürlich hier schwer zu kalkulieren. Ich würde auf jeden Fall unter die EMA und aktuell würde ich auch, weil BitTorrent sehr volatil ist, nicht mit Hebel traden oder wenn nur im 2er oder 3er Hebel reingehen, da das sonst mir viel zu riskant wäre. Und falls ihr jetzt hier kaufen wollt, kauft lieber, wartet lieber, bis wir auf die EMA kommen. Das habe ich euch ja schon immer gesagt. Ich kaufe immer für mein Portfolio nach, wenn wir auf die EMA kommen. Stop-Loss wäre bei mir hier unter der EMA. Das heißt, wenn wir hier nochmal tiefer gehen würden, würde ich auf jeden Fall verkaufen, weil wir dann unter die EMA kommen. Und oberhalb der EMA würde ich sowieso nicht verkaufen. Und mit Hebeltraden, BitTorrent ist sehr riskant. Da braucht man wirklich einen krassen Entry-Point, wie beispielsweise direkt hier auf der EMA. Also wenn ihr BitTorrent mit Hebel traden wollt, sucht euch einen Entry-Point auf der EMA, setzt euch da einfach eine Limit-Order hin auf die Höhe der EMA und dann sollte das auch mit einem Hebel-Trade klar gehen, aber auch nicht mit so einem Riesenhebel, sondern eher mit einem 2er-3er-Hebel. Und ja, das war es jetzt auch soweit von dem Video. Falls es euch gefallen hat, drückt auf jeden Fall gerne den Daumen nach oben. Hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar mit dem Coin, den ich hier auf YouTube als nächstes analysieren soll. Ihr könnt mir auch gerne hier auf Instagram folgen. Der Name müsste jetzt hier auch eingeblendet sein. Und das war es jetzt auch von dem Video. Und bis dann und ciao.